Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Letztes Mal haben wir ungefähr hier aufgehört. In der Zwischenzeit sind Pokémon trainiert worden. Und welche, das sind, sehen wir uns an. Das Carpador habe ich mir nicht angetan. Ein Level und dann hatte ich die Schnauze voll. Pikachu ist auf Level 20. Schauen wir uns die einfach kurz mal an, was sie denn so können. Donnerschock, Slam, Ruckzuckhieb und Donnerwelle. Carpador kann immer noch Platscher. Ohne EP-Teiler mache ich hier nichts, das ist zu krampfhaft. Glutexo hat sich nichts verändert. Nidoran ist auf Level 15, da sie es auf Level 16 entwickelt. Ich hoffe in dieser Episode. Das Pummeluff ist auch nicht weiterentwickelt worden. Und das Taubsi entwickelt sich auf Level 18, nicht auf 16, wie ich ursprünglich gedacht habe. Deswegen ist es jetzt kurz davor, so 40, 50 EP fehlen noch. Also das entwickeln wir auf jeden Fall auch, wenn sie es denn anbietet. Genau, und weiter geht's. Den haben wir, glaube ich, schon besiegt. Da liegt gleich ein Item. Das freut mich natürlich. Mich alten Loot-Enthusiasten würde ich es mal nennen. So, Pikachu, Donnerschock. Müsste ja was bringen gegen. Ja. So ein Zubat ist eben auch vom Typ Flug. So, dann müssen wir das aber wieder wechseln. Ich will natürlich nicht, dass Pikachu erster ist. Vielleicht Taubsi. Oh, wollte keinen Bericht. Ich wollte das doch tauschen. Wenn Taubsi jetzt vorne ist und gegen Kleinstein kämpft, wird es natürlich interessanter. Ein Sonderbonbon. Na, das wäre mal aufheben, bis wir ein Pokémon mit Level 99 haben. Das 100. Level zu trainieren ist echt krampfhaft. So, Zubat, sehr schön. Da kann man Windstoß machen. Und dann entwickeln wir uns hoffentlich gleich. Obwohl, da könnte es noch ein anderes Taubsi brauchen. Ein anderes Zubat brauchen. Das werden wir sehen. Wie viel kriegt man denn für den 69 EP? Das hat gereicht. Taubsi erreicht Level 18. Oh, gut. Muss ich noch was drücken? Hey, Taubsi entwickelt sich. Da bin ich mal wieder gespannt, was da rauskommen wird. Na? Es ist ein Tauboga. Ja gut, ich habe es jetzt vorweggenommen, weil der Text so ewig braucht. Glückwunsch, dein Taubsi wurde zu Tauboga. So ein Käfersammler. Da müssen wir natürlich... Gut, das Taubsi könnte auch draußen bleiben. Das mag Käfer-Pokémon ja auch fressen. Wieso gehe ich heute so oft auf Bericht? Glutexo, raus mit dir. Ein Käfersammler. Du erreichst Azuria City, wenn du es durch diese Höhle schaffst. Ein Glück habe ich das richtig gelesen. Früher habe ich, glaube ich, immer gelesen, wenn du es durch diese Hölle schaffst. Und das hat für mich Sinn ergeben, weil die Zubats die Hölle für mich sind. Ja, diesmal sind wir gut vorbereitet. Loot gegen Raupi. Ob das was bringt? Bringt anscheinend sehr viel. Wusste ich doch noch. Seit der letzten Episode nicht vergessen. Was schickt er jetzt rein? Ich habe das überlesen. Saftkorn. Na gut. Keine Herausforderung mehr für uns. Ja. Können wir ein bisschen angeben vor dem Käfersammler. Ja, ja, EP. Noch ein Raupi. Die gleiche Kombi hat man aber schon mal bei einem anderen Käfersammler. Könnt schwören, der hat auch Raupi, irgendwas anderes, noch ein Raupi gehabt. Merkwürdig. Wahnsinn, nicht so kreativ beim Zusammenstellen der Teams. Zumindest am Anfang. Ich habe verloren. Ja, so sieht's aus. Hätt's mal hier keinen Streit gesucht. Da liegt noch was rechts. Ein Zubat. Interessant. Die haben wir tatsächlich noch nicht gefangen. Kann ich es einfach kurz kratzen? Ja. Du oller Blutsauger, du. Na warte, dich werde ich fangen. Dich werde ich fangen. Wie viel haben wir denn noch an Pokébällen? 8 Stück, das. Das sollte hier für die spärlichen Pokémon in der Höhle ausreichen. Bis jetzt kamen nur Kleinstein und Zubat uns entgegen. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Gibt einen Pokédex-Eintrag und keinen Spitznamen. Es hat keine Augen. Zur Orientierung nutzt es seine Ultraschallwellen-Schreie, um in der Dunkelheit zu fliegen.
Spitzname. Ja, was soll's. A-R-S-C-H. Bin nur noch Querz-Tastaturen gewohnt oder Querti. Das kleine Arschi. Ja. Habe ich das übernommen, den Spitznamen? Das ist auf jeden Fall einer, den es verdient hat. Ein Fluchtseil. Sehr schön, wenn wir fliehen müssen. Noch so ein Arschi. Ja, ist ja gut. Ich wollte hier eigentlich nur noch schnell nach den Items gucken, ob hier welche sind. Da wir im Mondberg sind, müssen irgendwo Mondsteine sein und die brauchen wir auch unbedingt. Denn sobald... Oh, was will denn der Typ da? Hallo, ich grabe Fossilien hier am Mondberg aus. Manchmal hilft mir Rocco, der Arena-Leiter von Marmoria City. Gut zu wissen, würde ich sagen. Yay, das... ja... Eine Fledermaus. Schau wieder. Weg mit dir. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich Schutz kaufen. Zumindest für Höhlen. Hey, will die kämpfen? Hallo? Ja. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Bis jetzt komme ich noch ganz gut klar mit der Orientierung. Eine Göre. Miriam. Und, ein Miraplan. Das erste Mal in dieser Let's Play-Reihe, das war das hier. Mag ich eigentlich ganz gerne. Aber natürlich auch sehr allergisch wegen dem Grünzeug gegen Feuer. Level 21, ist das nicht schön? Können wir jetzt eine bessere Feuerattacke? Nö. Und ein Knuffenser. Mensch, so langsam kommen aber die guten Gegner hier. Schade für die, dass ich halt einen Feuerstarter gewählt habe. Damit ist es doch relativ umstandsfrei. Okay, wir haben sie besiegt. Nein, ich habe verloren. Und wir gewinnen natürlich Geld. Viel zu wenig. Oh, hört doch auf, mich anzugreifen. Vor allem die Zubats. Also gegen Onyx oder Kleinstein hätte ich ja gar nicht so viel. Diese scheiß Fledermäuse. Ja, tut mir leid. Wirklich, wirklich abgeneigt gegenüber Zubats. Ich glaube, ein, zwei Kindheitstraumata lassen sich darauf zurückführen. Jö, runter geht's. Ein Team Rocket-Rüpel, nehme ich mal an. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Ja, zwing mich doch. Okay, der hat keinen Namen, der heißt wirklich nur Team Rocket Rüpel. Und oh Gott, er hat einen Zubat. Hier hätte man ihm wenigstens andere Pokémon geben können. Keine Ahnung, was. Rettern, immerhin besser. Oh, ich habe ganz vergessen, das Nidoran müssen wir auch einsetzen. Das machen wir dann im nächsten Kampf. Das soll sich ja auch entwickeln. So. Yay, one-shotted. Und wertvolle EP, besiegt, was hat er zu sagen? Du bist eine harte Nuss, Kitty. Und der hat zumindest ein bisschen mehr Geld gehabt als die Göre. Das gefällt mir. Und das ist ein... Wir finden es gleich raus. Das ist auf jeden Fall erstmal wieder ein Zubat. Zumindest ein stärkeres. Also, was heißt stärker? Level 10 halt. Da sind wir ja doppelt und ein bisschen was drüber. Ich finde Raub. Ist das nicht toll? So. Das war, glaub dann, die falsche Treppe, die ich da genommen habe. Willst du auch noch kämpfen? Anscheinend ja. Bist du auch auf Forschungsreise? Nee, nicht wirklich. Und was macht so ein Teenager überhaupt auf Forschungsreise? Gaston heißt der. Und der hat eine kleine Ratte, die ich... Sieht ja fast aus wie ein Zubat, kann ich auch nicht leiden. Weg mit dir. Ich könnte mir Namen Pest Control geben oder irgendwie sowas. Oh, noch ein Radfratz. Muss das sein? Wäre lustig, hätte er jetzt einfach drei Ratten-Pokémon dabei.
So stelle ich mir mich als Teenager auch vor. Für nichts Besseres zu haben. So. Oh, jetzt hat er noch einen Zubat. Was für eine Kombination. Ich glaube, das Spiel mag mich heute nicht. Wir werden es überleben. Und sind gleich Level 21, Level 22. Das ist doch schön. So ein Mist. Verloren. Lass dir mal mehr Taschengeld gehen. Das ist ja echt spärlich hier. Er hat auf jeden Fall Stein-Pokémon, der Wanderer. Und Kleinstein haben wir auch noch nicht gefangen. Ist das nicht toll? Einmal Glut draufsetzen. Sollte so gut wie nichts bringen. Naja. Es setzt Lehmsula ein. Alles wird schön lehmig. Die Stärke der Elektrizität des Stroms wird gesprengt. Ich kann nicht mehr sprechen. Die Stärke des Stroms wird geschwächt. Das ist doch ein viel vernünftigerer Satz. So, Kleinstein müssen wir natürlich fangen. Sonst schimpft der Professor Eich mit uns. Was wir eigentlich tun. Der kann echt arschig sein. Ein neuer Pokédex-Eintrag. Aufgrund seiner runden Form kann man es leicht aufheben. Manche Menschen haben es auf andere in einer Schneeballschlacht geworfen. Ui, Stein in die Fresse ist nicht schön. So, keine Ahnung, was dann ein guter Spitzname für wäre. Was bist du? Ein Mondstein. Das passt. Vor allem können wir jetzt gleich Nido King machen, glaube ich. Hilfe, Überfall. Ah. Du bist ja nur ein Kind. Was ist denn das für ein komischer Typ? Ein Wanderer. Rufus heißt der. Und ein Kleinstein. Na gut. Ich habe gesagt, das Nidoran muss raus. Dann entwickelt sich's auf Level 16 und dann können wir es mit dem Mondstein tatsächlich zur dritten Form bringen. Das war so ungefähr die Idee, warum ich das auch trainiert habe. Das wird mich sehr freuen, so. Doppelkick. Yay, das ist sehr effektiv. Und wir haben zweimal getroffen. Macht Sinn, das Ding heißt Doppelkick. Ja, ja. Strom ist wieder schwach. Jetzt auf die Fresse damit. Jetzt haben wir es aber nur einmal getroffen. So ein Jammer. So, und Level 16, das heißt, nach dem Kampf ist es Zeit für die Entwicklung. Nö, wir behalten es Nidoran mal bei. Das muss ja auch irgendwas hinbekommen. Hui. Na gut, einmal muss es wohl noch drauf treten. Jetzt hör mal auf zurückzutackeln. So. Da muss ich echt mal aufstampfen, weil ich so wütend geworden bin. Ja, mit den schönen EP. Ein Onix. Da sind wir zum Glück auch gegen effektiv. Level 10. Also lang nicht so schlimm wie das von Rocco. Aber auch nicht so einfach wie die Kleinsteine. Aber trotzdem, bei der nächsten Attacke ist es weg. Einfach weg. Nicht schon wieder im Klammergriff. Ja, ja, stampfen wir nochmal drauf rum. Sehr schön. Gutes Nidoran. Schöne EP und Rufus ist besiegt. Wow, du hast mich total überrumpelt. Wer greift hier kleine Kinder an? Und Zeit für die Entwicklung. Weiß gar nicht, wie die nächste heißt. Nidoran, Mittelteil, Nidoking, Nido. Echt keine Ahnung. Nidorino. Gut. Die Form darfst du nicht lange behalten, weil wir haben einen schönen Mondstein. Wenn ich ihn denn finde. Geben. Nidorino. Achso, muss es nicht tragen, sondern ich muss ihn einsetzen. Das kann natürlich sein, dann einmal Pokémon-Items nehmen. Gut.
Dann probieren wir es nochmal. Mondstein. Okay. Und Nidorino. Ich glaube, das hat es einfach gegessen. Und es entwickelt sich gleich weiter. Na komm. Zu einem der cooleren Pokémon. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir Nidoking. Sieht das nicht putzig aus? Wunderbar, dann kann schon weitergehen. Hier, komm mal her. Da links wollen wir nach. Ein Glück, kein Zubat. Sonst wäre ich eventuell ausfallen geworden. Metallklaue. Sollte ja reichen. Ja, locker. Und ich glaube, damit haben wir Level 22 erreicht. Ja. Wunderschön. Kevin kann kommen. Dann können wir mal vergleichen, ob wir gut trainiert haben oder nicht. So. Bitte lass es kein zu... Oh, ein Paras. Level 6. Dem kann ich nichts Gutes tun. Wir versuchen es mal direkt mit dem Pokéball. Mag Verschwendung sein, aber ich habe kaum noch so niedrig levelige Pokémon. Ah, shit. Ich hätte es mir denken können. So ganz ungeschwächt mochten die es damals überhaupt nicht. Dann setzen wir mal hier vielleicht das Pummeluff ein. Obwohl, das kann ja nicht kämpfen. Das kann nur Gesang im Moment. Das hat keine Attacke. Ja, Gesang und Einigler. Dann schickt man es mal schlafen. Wenn es denn klappen sollte. Wunderbar. Also, Paras sollte schlafen. Und ich meine zumindest, der Statuseffekt sollte jetzt reichen, dass wir mit dem Pokéball eine gute Chance haben. Ne? Ja, das sieht besser aus. Hat geklappt, da bin ich ganz zufrieden mit. Und da fällt mir sogar ein Spitzname ein. Auf seinem Rücken wachsen Pilze, die man Tohukasu nennt. Die Pilze wachsen mit ihrem Wirt. Ja, natürlich kriegst du einen Spitznamen. Mr. Krabs. Mister? Habe ich einen Punkt? Na, auf jeden Fall. Schreibt mal Krabs im Deutschen. Müsst man mit K schreiben. Krabs. So. Okay, Mr. Krabs wurde auf jemandes PC übertragen und in Box 1 gestopft. So, weiter im Text. Nein, die Leiter wäre doch nicht weit entfernt gewesen. Nochmal ein Paras. Sogar Level 8. Scheint die bessere Wahl oder wäre die bessere Wahl gewesen. Aber wir nutzen das, um ein bisschen Glutexo zu trainieren. Ja, gut. Und Leiter runter. So. Noch ein rüpelhafter Rüpel. Ich würde sagen, ich verziehe mich dann vom Kleinstein, obwohl einmal Metallklaue dauert ungefähr genauso lang. Da müsste man nicht fliehen. Sehr schön. Ist der Vorteil, wenn man mal gut gelevelt hier reingeht. So. Dann wollen wir mal hier das Böse austreiben. Geh Erwachsenen nicht auf den Wecker, du Nervensäge. Bitte? Ich will nur zu Azuria City. Ihr könnt mich hier durchlassen. Schau, wieder eine Ratte. So viel Glut haben wir nicht mehr, aber noch ein bisschen. Müssen wir uns vielleicht etwas einteilen. Sandan. Ein Boden-Pokémon. Was hilft denn gegen Boden? Ich glaube Wasser auf jeden Fall. Mal schauen, ob Metallklaue hilft. Also Stahl? Nö. Blut sollte aber auch nicht so schlecht sein. Wollte ich zwar ein bisschen sparen, aber besser einsetzen als nicht einsetzen, sage ich immer. Gut, den haben wir besiegt. Ich bin sauer. Ich bin süß.
Sie. Oh, die Höhlen waren damals echt eine Herausforderung. So oft wird mal angegriffen. Ich bin froh, dass es mittlerweile deutlich entspannter ist. Aber wofür gibt es denn Schutz-Items? Das hat überlebt. Glaub, damals gab es Robustheit aber noch nicht als Fähigkeit. Ja, vielleicht doch. Was weiß ich schon. Supi, weg mit dir. Was ich hier nicht für 120 EP tue. Was ist hier unten? Außer einem Pokémon-Kampf, den ich aktuell nicht will. Ja gut. Nochmal Metallklaue. Schauen wir mal, ob das das auch aushält. Ja, tatsächlich. Entweder das ist ein zweites mit Robustheit oder unsere Metallklaue ist einfach nicht stark genug für die Level 10er Kleinsteins. Nochmal 122 EP. Ui. Ein Zubat. Level 10. Dann würde ich mal sagen, Flucht ist angebracht. Wir müssen nämlich ein bisschen Glut tatsächlich aufbewahren. Wer weiß, was noch auf uns zukommt. Und Fluchtseil möchte ich jetzt nicht verwenden, nur dass wir das hochheilen können. So, was soll's. Dann fliehen wir mal ein bisschen aus den Kämpfen. Nicht aus dem. Wir von Team Rocket werden die Fossilien finden, die Pokémon wiederbeleben und teuer verkaufen. Mensch, ist das ein böser, hinterhältiger Plan. Ein Radfratz. Als ob ich's geahnt hätte. Metallklaue sollten nicht so viel bringen, aber vielleicht ein bisschen was. Ja. Hyperzahn. Interessant. Schöne Animation dafür. Ich glaube, das habe ich ewig nicht gesehen. Na gut. Metallklaue reicht auch. Und ein Zubat. Hoffen wir mal, dass Metallklaue uns da auch gute Dienste leisten wird. Mit Glut haben wir nur noch 7. Das würde ich wirklich rationieren im Moment. Oh, das funktioniert ja auch wunderbar. Was habe ich mich so angestellt? Grrr, das gibt es nicht. Und her mit dem Geld. Schön her mit all eurem Geld. Ein Kleinstein. Ah, das bekämpfen wir, dann leveln wir auf. Nehme ich an. Könnte knapp werden. Ein Versuch ist es wert. Und 110 EP. Wunderschön. Level 23 erreicht. Kriegt man eine gute Attacke? Nein. Ein Wissenschaftsbimbo. Stopp! Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fossilien gehören mir. Na, das wollen wir mal sehen. Ah, ein Streber Miguel. Was hast du? Ein Schleim. Gut. Da wird Blut ein bisschen helfen. Metallklaue überhaupt nicht. Und Kratzer vielleicht. Sehr schön. Ein Schleim besiegt. Smogon. Der hat aber ganz schöne Pokémon. Kommt die Nostalgie echt zurück. So, da auch wieder ein bisschen Glut. Wunderbar. Oh, Voltoball. Nee, da würde ich sagen, mach mal einfach weiter. Ich denke, hier Stahl bringt nichts. Ach, was soll's. Glut hilft gegen alles. Na also. Und wir haben ihn besiegt. Na gut, ich gebe dir eins ab. Dankeschön. Hey, nicht so gierig. Ich sag dir, ich gebe dir eines ab. Okay, welches nehmen wir denn? Helixfossil? Domfossil? Ich will gern Aerodactyl. Ich habe mir leider nicht gemerkt, was ist. Ich denke mal Helixfossil. Na gut. 50-50 Chance. Okay, dann gehört das hier mir.
schön für dich. Und ich werde wieder belästigt von so einer Fledermaus. Finde ich gar nicht mehr lustig. Metallklaue, da die so gut funktioniert. Ja, da bist du platt. Komm schon, Richtung Ausgang. Gegengift. Naja, wer es braucht. Ja, die Höhlen waren schon deutlich besser damals. Obwohl man so oft angegriffen wurde, naja, vielleicht liegt es auch genau daran, sind die irgendwie verwinkelter und nicht ganz so linear. Und es gibt ein bisschen was zu entdecken. Hier und da, das finde ich schon relativ cool. Treppe. Bin ich. Und wir sind in Route 4. Route 4. Mondberg Azuria City. Ist das nicht toll? Ich bräuchte ein Pokémon Center. Zumindest ein halbes. Oh, wollt ihr beide gegen mich kämpfen? Nö. Ein Schlag von roher Gewalt mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega-Hieb die ultimative Attacke. Du stimmst zu, oder? Also, soll ein Pokémon diese Attacke erlernen? Vielleicht? Ja, ja. Kann das einer? Nidoking, auf jeden Fall. Ja, welche wird vergessen? Ja, in die Auswahl Silberblick. Den braucht man nicht. Nidoking hat Silberblick vergessen und er lernt Mega-Hieb. Ist das nicht toll? Nun sind wir Freunde, was Hiebe angeht. Du solltest gehen, ehe dich der arme... Wer? Moment. Fehlgeleitete Kerl, der dort drüben nur Tritte trainiert, sieht. Ein Tritt von brutaler Energie mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Megakick die ultimative Attacke. Okay, ich werde Megakick einem deiner Pokémon beibringen. Ja, ja. Nidoking. Oder Pikachu, das wäre natürlich auch gut. Pikachu muss ja auch was anderes können als nur Stromattacken. Welche soll vergessen werden? Slam, Ruckzuckhieb, Donnerwelle. Die paralysiert nur und macht keinen Schaden, deswegen. Ist schon witzig, wenn ein Pikachu den Megakick kann. Bin ich gespannt, wie das im Kampf aussieht. Nun sind wir Freunde, was Tritte angeht. Du solltest gehen, ehe dich der arme, fehlgeleitete Kerl, der dort drüben nur Hiebe trainiert, sieht. Das hat sich gereimt. So, hier sind schöne, schöne Blumenwiese. Hier unten noch irgendwas zum Aufklauben? Ja, ich glaube hier. Himmibeere. Himmibeere. Ich glaube einfach nur Himmibeere. Und Brüller, noch eine TM. Schöne Attacke. Kann man da oben irgendwelchen Schabernack anrichten? Nee, im Moment nicht. Dann wollen wir mal hier runter. Wären wir nochmal angegriffen? Ein Rettern. Das holen wir uns gleich. Ich glaube, ein kleiner Mikrokratzer sollte ausreichen, dass das noch überlebt. Ja. Hey, nicht einfach so Leute vergiften. Beutel, Pokéball, noch 4 Stück Hammer. Müssen wir unbedingt nachkaufen. Sehr schön. Ein Pokémon, das in hohem Gras weit verbreitet ist. Es schnellt mit seiner Zunge vor und zurück, um etwaige Gefahr in seiner Umgebung wahrzunehmen. Spitznamen. Ja, warum nicht? Das sieht aus wie ein Schlangi. Bin ja vielleicht doch kreativ. Nee, würde ich nicht sagen, aber das ist definitiv ein Schlangi. Wo ist denn das eh hin? Obwohl, Schlange geht auch. Oh, machen wir es mit IE. Wunderschön, auch in Box 1 gestopft. Dann Pokécenter. Nur noch zum Pokécenter. Mein Glumanda geht's nicht gut. Na komm, wo steckt das denn? Da ist es ja.
Und einmal heilen, ja. Heilen und wieder fit machen. Genau das, was wir brauchen. Supi, danke, werde ich. Alles klar, dann würde ich aber sagen, wir sind am Ende von dieser Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. An den Pokémon wird sich nichts ändern. Das wird sich nur von Sonntag auf Samstag ändern, nicht von Samstag auf Sonntag. Genau, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.